Willkommen zurück bei Tomb Raider. Weiter geht's auf dem Weg zu 100%. Ja, hier oben, da hatten wir in der letzten Folge einiges gemacht. Uns fehlen halt noch die vier Herausforderungen und das eine Überlebensversteck, was sich dort befindet. Aber da müssten wir halt auch erstmal irgendwie hinkommen. So. Deswegen würde ich jetzt hier drüben und dann hier und dann da, oder? Oder wäre es einfacher, wenn ich von hier unten einfach von dem Basislager aus da hingehe, ist vielleicht einfacher, ne? Na komm, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich erst da reingeschaltet. Das macht jetzt hoffentlich nichts. Das war das hier, ja. Schauen wir mal, vielleicht geht es von da besser. Und dann hätten wir zumindest erstmal alle Sammelobjekte hier. Fehlen halt nur noch die Herausforderungen. Die Zielscheiben, die Kaninchen, die Sprünge ins Wasser und das mit den Kürbissen. Ich glaube, das mit den Kürbissen, ich weiß es immer noch nicht. Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, was man damit machen könnte. Ich habe keine Ahnung. Ging es hier zurück? Nein. Ging es nicht. Ich habe so den Eindruck, dass man hier hat sogar funktioniert, aber die kommt dann nicht mehr hoch. Oh, doch. Der hat sich da leicht hochgezogen. Wieso? Ach so, okay, dann war das doch die andere Richtung, die ich da hätte gehen müssen. Aha. Dann ist das hier doch verkehrt. Okay. Lala. Ach, hier, alles klar. Ja, dann weiß ich, wo wir sind. Gut. So, das dürfte doch. Lass doch mal los, Mäuschen. So. Gut, Lara. Das letzte Überlebensversteck. Nice. Gut, dann hätten wir das. Tja. Fehlen uns nur noch die Herausforderungen. Komme ich jetzt hier wieder relativ easy zurück, oder? Klappt das eher nicht. Dann komme ich da wieder hoch. Oh, tatsächlich. Nein, 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 die andere, nein, aber, oh, die andere Richtung. So, hier steht ja, ich kann X drücken, aber die rutscht dann jedes Mal runter. Ich kann nicht mit der, ach so, jetzt verstehe ich auch, warum ich nicht mit der dort runter kann. Gut. Ah, das ist ja doof, wo muss ich denn? Ah, das ist natürlich schlecht. Okay. Das hat nicht funktioniert. Ach, guck mal. Das haben wir übersehen? Oh Gott. Aus dürfte ja nichts mehr angezeigt werden, dann wären wir alles gefunden. Glück gehabt. Aber wir müssen jetzt irgendwie zum Lagerfeuer kommen und dann wieder zurück in das Gebiet, um die Zielscheiben und so weiter noch zu suchen. Ist das hier unten eins? Nein. Ich will jetzt hier halt nicht ewig durch den Sumpf, aber ich glaube, wenn wir hier irgendwie kommen wir da schon zu einem
guck mal, da stehen sogar noch welche. Ach, hier sind wir. Das hier ist die Stelle mit den... Na? Die kommen immer wieder. Warte mal, für dich habe ich andere. So. Ist zwar ein bisschen brutal, aber sie haben es nicht anders verdient. Meine schönen Giftpfeile versaut. Gut, das hier ist die Stelle, wo wir hier oben die Kürbisse finden. Das war da hinten irgendwo. Genau. Das Kürbis werfen. Ich schau nochmal, aber ich. Egal wie oft ich da schaue. Also ein Kaninchen fehlt noch und eine Zielscheibe nur noch. Die Tauchsprünge, da fehlen noch drei. Aber hier Kürbis werfen. Ich meine, also ich kann die ja hier immerhin annehmen. So, aufheben kann ich die im Dorf nicht. Da liegen zwar auch welche, aber da kann ich die nicht aufnehmen. Kürbis werfen. Ins Feuer? Nee, ne, das hatten wir auch schon mal probiert. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was das... Ich will eigentlich bloß hier hoch zum nächsten Lagerfeuer, damit wir uns nochmal wegteleportieren können von hier. War das hier lang? Ja, ne? Doch, komm. Du hältst dich doch sonst überall fest. Ging es hier echt nicht lang? So, ah, ich bin doof. Ja, 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 ich hab's vergessen. Shit. Warte mal. Lauf. Das geht ja gut los. Direkt gestorben am Anfang. Da ist es. Oder es liegen noch mal woanders Kürbisse rum. Das kann natürlich auch sein. Aber warum sollte ich die denn dort anheben können? Um die Gegner zu ärgern, dass es vielleicht gar nicht dort zählt? Tja, sehr merkwürdig. So, dann halten wir doch mal Ausschau nach dem letzten Kaninchen und der letzten Zielscheibe erstmal. Die Tauchsprünge, da müssten wir halt mal so die Gewässer hier abklappern. Ist jetzt echt schwierig, also ich habe jetzt auch nicht hundertprozentig im Kopf, wo wir schon welche losgemacht haben und vor allem wo wir dann ja, hier kann ich keine anheben. Oder soll ich die alle bis hierher schleppen? Ganz bestimmt nicht. Ich denke ja, die befinden sich hier alle in dem Gebiet und hier unterhalb vom Dorf.
sprich die Zielscheiben. Und na gut, wobei da drüben waren auch schon Zielscheiben, da unten war auch eine. Exotisches Tier in der Nähe? Ja, von mir aus. Ich weiß nur noch, dass hier auch mal zwei Kaninchen relativ nah beieinander waren, die wir losschneiden konnten. Aber Zielscheiben? Ja, vielleicht ja doch da drüben, da hatte ich mich jetzt noch nicht so umgeschaut. Aber hier sind wir schon ein paar Mal entlang, ne? Also irgendwie. Ich glaube nicht, dass hier noch was ist. Ich kann es mir nur schwer vorstellen. Guck mal, wen wir da oben wieder haben. Ist das hier oben ein Tauchsprung? Ja, ich glaube. Zumindest hat die Plattform da oben geleuchtet. Nee, nee, du sollst schon die. Genau. Okay, ein bisschen merkwürdig angebracht, die Leiter. Ich glaube, das sollte so nicht sein. Hier? Ja, das ist ein Tauchsprung. Zack. 2 von 4. Klasse. Dass da auf der Insel irgendwo die andere Zielscheibe ist. Nee. Ich mag das ja bis zu einem gewissen Grad immer gerne rumgucken und von mir aus auch alles doppelt und dreifach ablaufen, um zu sehen, wo halt wirklich das letzte noch zu finden ist. Aber irgendwann. Man irgendwie so ein paar Stunden sinnlos rumgeguckt hat, dann nervt es einem. Aber noch geht's, noch. Es ist okay. So, hier vielleicht irgendwo. Ich glaube nicht, dass Jacob. Ich weiß halt nicht, bis zu welchem Grad die das versteckt haben könnten. Das ist echt schwierig. Lara war bei ihm, als er ging. Ich
Vertraue ihm. Mahlzeit. Grüß dich. Die ganzen Hühner. Die hauen schon alle ab. Ich würde eher denken, drüben, dort im oder beim Dorf, die Kaninchen und die Zielscheiben, während die Tauchsprünge halt hier überall versteckt sein können. Nicht, dass da drüben irgendwo eine Zielscheibe hängt. Da ist noch ein Tauchsprung, glaube ich. Da. Jetzt muss ich echt nochmal den Weg komplett gehen, um dann von da oben nach unten zu klettern. Na gut. Vielleicht finden wir hier doch noch irgendwo was, aber... Huch. Sehr schwierig. Achso, ich glaube, das hier oben reicht dann schon, wenn wir hier ankommen. Oder? Hier unten ist es, genau. Lass dich mal sachte fallen, Lara. So, Tauchsprung 3 von 4. Ja, ist ganz schön kalt hier. Hallo? Das hatte hier so vibriert. Aber... Kann auch durch die... Durch das Rumgekletter gewesen sein. Tja. Wirklich schwierig. Ich glaube, ich weiß, wo der letzte Tauchsprung ist. Moment. Also hier nicht. Entweder, ich weiß nicht, ob der da hinten direkt war. Lasst uns da nochmal hinrennen vor diesem Herausforderungsgrab. Vielleicht hätte ich die Kürbisse bloß alle dort von der Stelle wegwerfen sollen. Vielleicht hätte das ja schon gereicht, wenn ich die einfach alle dort entfernt hätte. Hier ist nämlich noch so ein Ding. Nein! Oh. Das war ja geil gesprungen, echt super. Fuck. Packt die das hier irgendwie? Kann sich da nicht mit dem Pfeil festhalten, ne? Mit ihrem Seil. Okay, da müssen wir nochmal rüber. Das war natürlich besonders doof. So, entweder nämlich hier oben oder oben bei dieser Kapelle. Wo dann der Eingang zu oder nach Kitesh war. Da war meiner Meinung nach auch noch so ein rotes Sprungbrett. Jo, super. Das war der letzte Tauchsprung. Gut, das ging deutlich schneller, als ich gedacht hätte. Das ist ja schon mal positiv. Haben wir wenigstens was schon mal heute abgeschlossen. Aber
Der Rest, der macht mir ein bisschen zu schaffen, wenn ich ehrlich bin. Da weiß ich überhaupt nicht mehr. Vielleicht ist hier oben noch was. Nö, warum auch? Irgendwo hier ist doch mit Sicherheit noch was. Oder ist da im Turm noch irgendwo eine Zielscheibe? Oder hier noch ein Kaninchen, was man einfach vielleicht ein bisschen übersieht, weil das Dorf schon ein bisschen mehr drumherum bietet. Ich werde aus diesen Tunneln kommen, mit geheilten Wunden. Ich bete, dass du recht hast. Sophia ist mehr als fähig, aber Jacob war bei uns, seitdem unsere Vorfahren Byzanz verlassen haben. Meine Großmutter hat gesagt, als die Mongolen angriffen, verschwand Jacob nach einem Jahrzehnt. Nee. Oder warte mal. Vielleicht glaube ich aber eher nicht, dass hier hinten irgendwo nochmal ein Kaninchen abhängt. Dass die hier einfach eins hingepackt haben? Nee. Auch nicht. Gibt's noch mal Erz? Nee, da drin auf keinen Fall. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sich dort irgendwas von den verbleibenden Sachen noch befindet. Hier ist auch keine Zielscheibe irgendwo. Die ist bestimmt ganz gemein irgendwo versteckt. Genauso das letzte Kaninchen. Oder die sind tatsächlich in dem anderen Abteil des Dorfes. In diesem Außenbezirk, den es da noch gibt, wo wir uns da mal durchkämpfen mussten. Können ja auch gut sein. Na gut, ich suche jetzt hier erstmal für heute nicht weiter. Machen wir in der nächsten Folge. Das war's für heute dann erstmal ein bisschen kürzer. Aber ist okay, wir haben immerhin was geschafft. Vielen Dank fürs Zusehen und haut rein, bis zum nächsten Mal.